Und ein herzliches Willkommen zurück bei Mario Tennis. Wie komme ich jetzt auf Mario Tennis? Es tut mir leid. Beim Pokémon Tekken DX wünscht ihr was mit von der Gameplays als Hobby. Und zwar ist heute das letzte Kampfvideo von dem Wunsch, Talia Burner mit Impoleon zu kämpfen, dran. Dann wollen wir mal. Ich bin von der Gameplays als Hobby und los geht's. Mit Impoleon hatten wir jetzt 6 Kämpfe insgesamt und 5 Stück davon haben wir gewonnen. Ist natürlich eine sehr gute Bilanz. Aus Italien, Pokeboom 14, Biosieg, Rangaufstieg mit Xerox. Es tut mir leid, Pokeboom 14, falls ich dich besiege und ich deinen Aufstieg dadurch vermassel. Ich weiß, wie scheiße das sein kann. Aber natürlich muss ich versuchen zu gewinnen. Nein. Ich habe vorhin erst noch mit Tutok gespielt. Ich muss jetzt erstmal wieder klarkommen hier. Oh mein Gott. Ich habe denen ja nichts angetan hier. So gut wie zumindest. Okay, sehr schlechter Start. Wir müssen uns bessern. Er macht mich tatsächlich platt. Nein! Nein! Scheiße! Ah, das war knapp. Ich hatte gedacht, ich hätte doch noch eine Chance. So Mist. Na gut, okay. Erster Kampf verloren. Schade. Aufstiegsrunde naht es wieder weg. Schade. Na gut. Fähigkeitenstufe 39. Yay. Und ein Glücksbonus. Ein Schlag zu wenig. Ja, das stimmt. Das stimmt. Nächster Kampf. Mir ist aufgefallen, gegen Xerox habe ich immer wieder Probleme. Skelabra. Computer. Ich brauche eine neue Herausforderung. Wie, der hat schon genügend Energie dafür gehabt. Geht doch. Wen haben wir da? Kishé mit 50 Siegen aus Australien. Ist bei denen später Abend schon? Mit Machumai. Und wir spielen auch bei Nacht. Hello, Kishé.
Machen wir noch ein L dazu, dann heißt es Klischee. Okay. Schauen wir mal, wie gut du bist mit deinem Macho Mike. Okay. Lassen wir es halt mal durchgehen. Oh, man kann leider nicht hoch genug hüpfen. Okay. Ein Kampf verloren, also eine Runde, was nicht hätte sein müssen. Nein! Oh, Glück ab. Scheiße. Schön, dass das Blocken nichts bringt. Aber er ist nicht kaputt. Aber dafür ich gleich. Jawoll! 1-1. Die Türen stehen wieder offen. Voll erwischt. Scheiße. Oh Gott, überlebe ich das? Tatsächlich. Hey, ich habe Angriff gedrückt. Nein. Ich habe doch gesehen, dass er zu mir entgegengerannt kam. Da weiß ich, das ist eine Greifattacke. Super Bewertung. Die bringt mir leider nichts. Schade. Den Kampf hätte ich nicht verlieren brauchen. Aber gut, es ist leider passiert. Auf zum nächsten Kampf. Schauen wir mal, wie es da wenigstens wird. Ob wir den letzten wenigstens noch gewinnen. Das lief ja eigentlich so gut mit Impoleon. Da war ich selber sehr überrascht. Aber wahrscheinlich waren einfach die Gegner zufällig ganz gut ausgewählt, sodass es halt eben so passieren konnte. Schon wieder Computerkampf. Ich habe mittlerweile schon 405 Kämpfe insgesamt. Aber erst 450 aufgenommen. Dann wollen wir mal. Wen haben wir? Ein Gengar aus Spanien mit McCree 18. Okay. Gengar sieht man ja auch nicht so oft. Aber immerhin häufiger als Impoleon oder Klipunkel. Oder sogar Skelabra sieht man auch nicht so oft. Aber sonst sieht man eigentlich jedes Pokémon immer wieder mal. Wobei ich eigentlich auch selten gegen einen Knackra kämpfe.
Hä? Ich hatte noch meinen Konter, aber die Fäuste konnten mich von hinten treffen. Tatsächlich, die können mich trotzdem von hinten treffen. Unfassbar. Oh. Naja, das darf doch an sich nicht wahr sein. Talia Brenner, was ist los? Unfassbar. Ich würde sagen, das habe ich verloren. Schade. Okay. Das gibt's ja echt. Also, ich kann es jetzt nicht glauben, Talia Brenner, du bestimmt auch nicht. So gut gelaufen mit Impoleon alles und eigentlich nicht allzu starke Gegner gehabt, zumindest von den Siegen her. Und trotzdem habe ich jetzt alle drei Kämpfe verloren. Das ist unfassbar. Ich kann es nicht verstehen. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, du bist sehr zufrieden. Immerhin haben wir doch ein paar Siege reingeholt und sind sogar Aufstiegsrunde nahe gekommen mit Impoleon. Aber gut. Das war Pokémon Tekken DX. Wünscht dir was mit von mir Gameplays als Hobby. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft mir trotzdem gerne einen Daumen nach oben geben und ein Abo dalassen, wenn ihr nichts verpassen wollt und ihr neu seid. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Kampf wieder oder bei einem anderen Let's Play zumindest auch. Und ja, viel Spaß noch. Auf Wiedersehen. Tschüss.